Ja, der Torhüter von denen hat natürlich einen riesengroßen Anteil. Wir haben halt unglaublich viel verworfen. So richtig viele freie Würfe auch. Das kann man sagen, er hat gut gehalten oder wir haben wirklich schlecht geworfen. Kann man, trifft beides eigentlich zu. Nichtsdestotrotz, ich finde, wir haben jetzt erste Halbzeit gut in der Abwehr gespielt, hätten den Sack auch früher zumachen können in der ersten Halbzeit schon oder zumindest eine Führung herausspielen können, hätten wir die freien Dinger gemacht. Ja, dann sind wir mit minus 1 in die Kabine gegangen, einen richtig schlechten Start in die zweite Halbzeit erwischt und dann sind wir die ganze Zeit in der Rückstand hinterher gelaufen. Ja, das gehört halt zum Entwicklungsprozess dazu. Wir haben viele neue Spieler bekommen und sind halt noch nicht so gut eingespielt. Wir haben Staten, die haben jetzt einen Neuzugang, haben die ganze letzte Saison zusammengespielt. Trotzdem hätten wir die Chance gehabt, hier zu gewinnen, wenn wir einfach diese Chance reingemacht hätten. Und das war einfach der Schlüssel zur Niederlage heute.